Hallo, liebe Leute, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge auf der Saxonia. Ja, Folge, erstmal Kartenversion 2.11 ist hier bei mir immer noch am Start. Wir sind in Folge 198 und ich hatte jetzt ein bisschen zurückgespult, auch mein Schlussgelaber beim letzten Mal. Das Sägewerk ist nicht das leiseste, das gestehe ich zu, aber wir müssen noch eben ein, zwei Schaufeln hier aushalten. Deswegen kämpft mit mir sozusagen. Nein, haltet mit mir durch, so rum. Da haben wir den ganzen Spaß nochmal voll. Ihr seht, das ist diese Schaufel und noch eine. Dann sind wir erstmal hier durch. Dann haben wir unser Bestmögliches getan. Ihr seht, oben sind da die einzigen Jungs, die noch so weit unterwegs sind, die noch in der Listung drin stehen, sind die Drescher, die wir noch leer machen wollen. Von den Dreschern, die wir noch leer machen wollen, ist der Weizen und der Hopfen, so mittelprächtig wichtig. Das Wichtigste dabei hier ist eigentlich der Raps, weil ich natürlich gerne noch die Produktion auf dem Hof für Diesel und für das erste Schweinefutter natürlich gerne noch in Betrieb nehmen möchte, dass das jetzt über Nacht hier auch noch vor was vorarbeitet oder was produziert. So, muss ich erstmal sehen, dass ich hier den Rest rauskriege, wie das funktioniert. Granadita soll noch drin sein, sagt er. Ich kratze noch ein bisschen auf den Boden lang. 450 drin sein. Jetzt habe ich das ausgeschüttet. Was ist denn los hier mit der Schaufel? Nimm den Spaß auf. Los. So, jetzt haben wir alles. Die machen wir weg. Wie gesagt, ist jetzt ein bisschen laut der Anfang. Ich gestehe es zu. Wir sind aber sofort hier weg, sobald ich die Schaufel hier leer gemacht habe. Dann kann der Spaß hier über Nacht durchproduzieren. Wir werden auf jeden Fall am nächsten Tag dann nochmal eine Runde Holz machen müssen. Jetzt haben wir aber erstmal noch mal, ich glaube, 58.000, 57.000 Liter Holz, die über Nacht verarbeitet werden können. Die werden wahrscheinlich auch aufkommen in der Zeit, aber was soll's. Ne? So, und wir verschwinden. So, das war natürlich, jetzt ist es wieder leiser. Ist das nicht schön? Ich muss natürlich gucken, wo jetzt hier furchtbar leise hinter uns. Weil das ist, wie gesagt, hier der wichtigste Abfahrer. Weil ich möchte hier natürlich noch eine Ladung Raps rankriegen. Deswegen werden wir jetzt auf jeden Fall ihn hier nochmal abtanken, laufen lassen und das dann auch nochmal mitnehmen. Das ist der Punkt. Dann ist er hier auf 72.000 Liter und ein paar zerquetschte voll, weil er meistens ja noch ein bisschen beim Losfahren noch reinschmeißt. Und wir wollen ja, dass wir den Spaß dann noch in die Produktion schmeißen. Dann werden wir gleich die Melzerei-Geschichte noch im erledigen. Da habe ich den anderen LKW ja hinfahren lassen extra, dass der das noch umladen kann. Dann brauchen wir unbedingt noch einen zweiten LKW für die Palettengeschichte. Und auch das werden wir noch machen. So, er tankt ab. Wir skippen. Hier ist der Melzer-Kollege. Der wird jetzt vorwärts hier direkt auf der Rückseite in das Malzspektakel fahren, ich was gesagt. Ich weiß gar nicht, wie viel und ob da drin ist, aber das, was drin ist, werden wir jetzt auf jeden Fall rausholen. So. Da sind wir. Es ist auch irgendwie sonst nichts zu sehen, zu machen, zu tun. Ich gehe mal eine Runde raus, da seht ihr selber. Es ist eine ganze Menge Malz, nämlich das vom letzten Vorspulen noch. Das heißt, wir werden jetzt hier schön eine Runde Malz dann rausholen. Ich hüpfe jetzt hier nochmal wieder rein, damit ich zu dem hier hüpfe und in der Zeit hier den Kollegen leer mache mit dem Weizen. Ich bin nämlich echt am Überlegen. Ich weiß jetzt nicht, wie viel beim Vorspulen gemacht wird. Und ich werde da überlegen, ob ich hier noch eine zweite Ladung von dem LKW reingebe zum Mehl machen. Weil wir haben echt viel am Laufen, das kann man echt nicht sagen. Also unsere Molkerei läuft, die Mehlproduktion läuft, es wird der Biodieselpart laufen, es läuft die Bretterpalettenfabrik, es läuft die Palettenfabrik, es läuft die Brauerei. Ne? Also da läuft echt mehr als einiges, das kann man nicht anders sagen. Ja. So, wenn ihr jetzt gerade irgendwas Komisches hört, dann liegt das einfach daran,
dass ich meine Sitzposition wieder mal etwas angepasst habe. So. Und wir sind hier auch schon gleich fertig mit dem Abtanken. So, da haben wir den Spaß schon drin. Weil ist ja hier eindeutig noch ein bisschen was drauf. Das heißt also, weizenmäßig haben wir noch irgendwie so das Problem. Den Kollegen können wir einfach fahren lassen. Nämlich nicht nach Hof und nicht nach Feld. Da muss ich ein bisschen hochgehen, sondern hier nach... Oh oh. Darf ich nochmal scrollen? Ja, natürlich. Ja, wenn man mal eine falsche Stelle drückt, dann wittert nichts, ne? So, Wasser abladen, Start, Fahr. Das funktioniert mir einmal frei so. Das war nicht ganz okay. Habe dann zwischendurch immer ein bisschen gemacht. Hier ist unser Kollege, der parkt hier gerade bei der Werkstatt. Den geben wir natürlich auch mal ein bisschen Licht. Der kann auch mal Milch laden und den bringen wir dann auch noch, die Milch bringen wir dann auch noch mal zur Molkerei. Und da ist es ohne Ende Milch drin dann. Da steht schon mal fest. Ich weiß gar nicht, wie viel der Tank da fasst überhaupt. Aber das läuft auf jeden Fall. So, mischfuttermäßig werden wir uns wahrscheinlich auch irgendwann mal drum kümmern müssen. Weil wenn wir uns jetzt mal die Tiere zwischendurch angucken, was wir ja noch lange nicht getan haben, dann sehen wir, ja, okay, Stroh ist okay, Wasser ist eh okay. Mischfutter sind noch 2 Tage ungefähr, die da drin sind. Also da müssen wir auch was tun. Das bleibt nicht aus. Okay, er fährt hier schön. Hopfen ist auf jeden Fall noch leer zu machen. Das machen wir auch. Das andere, was jetzt oben voll ist, rot, ist, ist der Wassertransport. Der ist aber noch unterwegs zur Wasserabladestelle, zur Kalkproduktion. Die läuft natürlich auch, die Kalkproduktion, genauso wie natürlich unsere Flüssigdüngerproduktion läuft, unsere Herbizideproduktion, unsere Streudüngerproduktion, Kalkproduktion. Wie gesagt, wir haben Produktion hier laufen ohne Ende, dass doch gut so ist, ne? Weil genau das wollten wir ja. Und es wird auch noch die Bäckerei dazu kommen und vielleicht noch andere spaßige Sachen. Das schauen wir einfach mal. So, hier sind wir ein Stückchen schon drin. Das heißt, ich wage es jetzt einfach mal, ihn hier drunter zu fahren und ihn wegzuskippen. So hart ist das. Nein, das wage ich nicht. Ich muss ihn in die Produktion bringen. Er ist gleich voll. Das ist jetzt der Knackpunkt. Ich muss ja damit wieder zurück. Es muss ja, der Hopfen muss ja in die Produktion. Sonst macht das ja überhaupt gar keinen Sinn. So, kriegen wir aber hin. Auch das machen wir. Auch das machen wir. Von hier aus weiß ich nämlich nicht genau, was er macht und was er anstellt. Und er kommt wahrscheinlich auch nicht über die Brücke. Deswegen macht das irgendwie auch fast keinen Sinn, das fahrerisch irgendjemand anders zu überlassen, sozusagen. Sprich hier Auto Drive, aber ne, das ist halt so. Da gab es jetzt noch ein Schlägelchen dazu. Die Klappen gehen jetzt zu und wir fahren hier vorne zurück, weil hier vorne ist der Wanderweg, hätte ich fast gesagt. Hier vorne ist unser Weg. So. Da ist er nämlich, darf man nicht vergessen. Er ist jetzt, die ist ziemlich eng hier zwischen den Feldern. Da hat schon wieder fast jemand einen vollen Korntank. Aber wie gesagt, da seht ihr die Brücke, da wäre er eh nicht alleine rübergekommen. Deswegen fahren wir den Kollegen da jetzt einfach eine Runde rüber. Das ist, jetzt machen wir eigentlich das, was ich schon nicht mehr machen wollte, nämlich eine Nacht- und Nebelaktion hier. Nebel haben wir zwar gerade nicht, aber wir haben schon einige Folgen im Dunkeln gemacht und das muss ja nicht unbedingt. So, da ist auch der Malzkollege. Den müssen wir da auch noch umfüllen. Dann kommen wir so langsam echt Richtung dem Gebiet, wo wir sagen können, okay, es läuft ja eigentlich. Ich mache das hier schon mal auf. Wir sollten Hopfen mittig abladen. Jetzt muss natürlich die Luke mal runtergehen, dass ich hier auch reinpasse. So, Hopfen mittig. Das dürfte ziemlich am Ende sein hier, wenn er uns hier die Abladefunktion gibt. Noch ein Millimeter, noch ein Millimeter. Da. Und der Hopfen geht raus. Den fahren wir nämlich gleich wieder zurück. Und dann, ja, müssen wir den Malzparty noch rumbringen.
Weizen ist auch schon wieder voll. Das läuft und läuft und läuft und läuft. Wir kriegen das aber alles hin. So. Udidudidu. Aufpassen, hier könnte uns theoretisch ja was entgegenkommen. Da vorne fahren auch Autos. Allerdings, sobald es hier auf die Brücke geht, sind wir alleine, weil da fährt keiner. So, hier muss ich sofort auf den Wanderweg. Oh, ich war, glaube ich, hinten noch leicht angeeckt. So, jetzt fahren wir erstmal hier an dem Kollegen vorbei, hätte ich fast gesagt. An dem Bauernkollegen. Hier ist unsere Spur. Da ist unsere Rübengeschichte. Die wird am nächsten Tag noch für Freude sorgen, sage ich mal einfach so. So, hier sind wir am Ende und hier steht die Kiste. So, fertig. Wir skippen. Nö, nö, alles nicht interessant. Stehen ziemlich viele im Dunkeln rum, kann das? Nö. Er steht hier richtig, weil ich mache möglichst die Map zu, damit ihr hier ein bisschen mehr seht. Aber der Rapskollege ist. Ne, der Rapskollege ist unten. Das da oben ist noch der andere Überladewagen, oder? Ja. Hier kommt uns gleich der Kollege entgegen, weil der ist schon bei 99%. Den werden wir jetzt eine Runde leer machen. Und dann ist die Kiste hier so ziemlich voll. Hier vorne blinkt es nämlich schon. Und das bringen wir in die Produktion. Da haben wir den nächsten Schritt einmal erledigt. Das ist nämlich genau das, was ich machen wollte. Die Produktion auch zum Laufen bringen. So, dann müssen wir jetzt gleich noch das Smiles umladen. Das heißt gleich, das können wir jetzt am besten nochmal machen. Da haben wir Malz-Kollegen schon. Sieht auch ziemlich voll aus. Wir fahren rückwärts. Malz ist, wenn ich mich nicht täusche. Sehe ich noch eine Lichtstufe mehr? Malz müsste hier die letzte Bucht sein. Ich weiß aber gar nicht, ob wir von der Seite hier anladen liefern können oder nicht. Wir gucken jetzt einfach mal, ob es geht. So. Ist ja auf jeden Fall richtig. Ja, ein Stück wieder zurück. So, damit haben wir hier auch das erledigt, was wir erledigen wollten mit Malz. So, der Kollege hier, der geht zu dem Leuchtemann da vorne. Der soll ja noch schnell eine Runde Weizen hier mitmachen, ne? Darum geht's. Hier blinkt irgendwas wild vor sich hin, das ist auch genau richtig. So. Hier ist Wasser abladen. Hier ist losfahren und Milch in die Molkerei bringen. Ich weiß echt nicht, wie viele Liter die da jetzt durchdrücken werden. Ich hege die Vermutung, dass das jetzt hier keine Lieferung auf Leben und Tod ist. Sagen wir es mal so. So, hier habe ich schon mal auf Milch anliefern gestellt. Diesmal fahre ich auf den richtigen Weg. Nämlich hier hinten über den Parkplatz. So. Gut. Was ich natürlich jetzt noch nicht geguckt habe, ist, wie sah es denn noch mit der Gülle-Geschichte aus? Oh, 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 oh. Oh, au, 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 au. Das ging in irgendeiner Form noch gut, sagen wir es mal so. Gülle, Gülle-Menge, Gülle niedrig. Milch niedrig, alles niedrig. Alles niedrig zum Glück nicht.
Aber nichts Erschreckendes da. So, er hier ist frisch leer. Das hier ist der Kollege für den Hopfen und der Hopfen ist schon wieder voll. Ich dachte erst, er wird da vorne stehen, tut aber gar nicht. Der steht hier hinten. Den tanken wir jetzt auch im Leer. Und wie gesagt, dann bringen wir die Ladung Raps noch in die Produktion. Theoretisch. Klar, wir können natürlich. Ne, Mehl kann, produziert ja zwischenzeitlich schon. Ist ja nicht, dass da gar kein Mehl drin ist. Ne? Aber theoretisch gesehen könnten wir, wenn wir gleich den Raps angeliefert haben, hier endlich vorspulen. Hätte schon fast was. Ne? So, ihn brauchen wir hier zum Glück nur drunter stellen. Noch ein bisschen. So. Läuft. Der Kollege hier ist unterwegs, der tankt ab. Wir schalten jetzt nämlich einfach mal durch, bis wir hier sind. Das ist nämlich der Raps. Und mit dem werden wir uns in der nächsten Folge beschäftigen, indem wir den dann anliefern werden und dann werden wir vorspulen. Das sehen wir aber alles erst beim nächsten Mal, nämlich morgen. Ja, ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Würde mich natürlich sehr freuen, wenn ihr morgen wieder mit dabei sein würdet. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen passenden Daumen da. Ich würde mich natürlich sehr über ein Teilen und ein Abo freuen. Ist wichtiger denn jemals zuvor. Wie gesagt, ein paar Abonnenten verloren, dadurch, dass wir ja bei Planet Zoo wieder ausgestiegen sind, weil es nicht, ja, es lief einfach nicht gut genug. Ne? So simpel ist es. Und ist dadurch weggefallen, dadurch, dass ich nur noch momentan zwei Videos pro Tag mache. Das kann sein, dass es wieder mal drei werden oder auch mehr, aber momentan habe ich erstmal so eine Eingewöhnungsphase, sag ich mal so, in der neuen Geschichte und deswegen sind es momentan nur zwei Videos am Tag. Ja, dann sage ich nochmal vielen, vielen Dank und dann bis morgen.